Über dem Dorf Bandri liegt ein dunkler Schatten. 10 Frauen wurden hier in den letzten 5 Jahren erhängt oder erschossen aufgefunden. Kein Fall wurde untersucht. Alle landeten als Selbstmord in den Aktenschränken. Vor 3 Tagen dann erneut ein vermeintlicher Suizid einer jungen Frau. Sampath Pal Devi will dieser Todesserie auf den Grund gehen. Warum sterben in einem kleinen Ort mit 500 Einwohnern ständig junge Frauen? Sie will die Mauer des Schweigens durchbrechen und stattet der Familie der Toten einen Besuch ab. Die Polizei hat also die Schwiegereltern nicht festgenommen. Was haben die denn in dem Polizeibericht geschrieben? Dass es Selbstmord war. Dieses Polizeifoto wird beweisen, dass man eure Tochter getötet hat, bevor sie aufgehängt wurde. Ihr Arm ist über einen Holzbalken gestützt. Das kann kein Selbstmord gewesen sein. Und wenn sie sich wirklich erhängt hätte, würde ihre Zunge heraushängen. Das ist aber auf dem Polizeifoto nicht so. Außerdem hat sie eindeutig Schnittwunden am Hals. Ja, genau hier. Von der Polizei hat die Familie keine Hilfe zu erwarten. Die würde nur gegen Schmiergeld ermitteln. Dafür sind die Eltern der Toten zu arm. Mutter, warum sprichst du nicht mit mir? Das geht nicht. Hier sitzen nur Respektpersonen. Das ist genau das Problem unserer Gesellschaft. Ihre Tochter wurde getötet und sie muss still sein. Komm, setz dich. Wein nicht. Wein nicht. Sampath hat gelernt, der Schlüssel zur Wahrheit liegt fast immer bei den Frauen, wenn sie sich nur trauen zu sprechen. Wie hieß deine Tochter? Santi Devi. Sie hat noch einen ganz kleinen Sohn. Für Sampath steht fest, hier wird sie nicht locker lassen. Das ist ein Fall für ihre Gulabi-Gang. Vor 4 Jahren gründete Sampath die Gruppe. Allein kam sie gegen die Übermacht der Männer und der korrupten Polizisten nicht an. Die Gulabi-Gang hat mittlerweile tausende Mitglieder. Die meisten Frauen sind Dalits, sogenannte Unberührbare. Der Stock ist unsere Waffe. Ohne ihn gehen wir nicht vor die Tür, bis an unser Lebensende. Er gibt uns Selbstbewusstsein. Die Kriminellen und die Polizei haben Angst vor uns. Sie wissen, dass wir, wenn nötig, zum Stock greifen werden. In Santi Devis Fall wollen die Frauen weitere Indizien sammeln und dann geschlossen bei der Polizei aufmarschieren. Es ist eine gefährliche Mission. Immer wieder erhalten sie Morddrohungen. Aber sie alle haben in ihrem Leben so viel Gewalt erfahren, dass sie sich nicht mehr einschüchtern lassen. Als man mich mit 12 verheiratet hat, war ich völlig ahnungslos. Ich weiß noch, als mein Mann mir das erste Mal nahe kam, mich berührte. Ich wusste nicht, was er wollte und hatte furchtbare Angst. Mein Mann hat keine Rücksicht auf mich genommen. Er hat einfach weitergemacht. Es war schlimm für mich. Ich habe dann verstanden, er ist ein Mann und ich bin eine Frau. Und ich dachte, alle Männer sind Tiere. Sampath auf dem Weg zum Ehemann der Toten. Meist stecken hinter angeblichen Selbstmorden Streitereien um die Mitgift. Für Familien mit Söhnen ist die Mitgift eine sichere Geldquelle. Zahlt die Schwiegertochter nicht genug, wird sie gequält, manchmal bis in den Tod. Dann ist der Sohn wieder frei und kann durch eine neue Hochzeit erneut Mitgift kassieren. Das ist der Ehemann von Santi Devi. Ist er ein trauernder Witwer oder vielleicht doch mitverantwortlich für den Tod seiner Frau? Hier also. Wo hat sie das Seil befestigt und wo hat sie gehangen? Mein Vater hat mir erzählt, dass sie hier gehangen hat. Mir wurde gesagt, dass ihre Hand irgendwo abgestützt war, dass sie keinen Sari anhatte, nur einen Unterrock und eine Bluse. Sie hat sich in Unterwäsche erhängt? Ja. Bist du sicher? Ja, in Unterrock und Bluse.
Damit ist für Sampath klar, das war kein Selbstmord. Keine traditionell lebende Inderin würde sich in Unterwäsche erhängen. Kein Richter wird dir glauben. Ich bin ein armer Mann und Sie sind einflussreich. Deine Frau ist tot. Das ist kein Spiel. Sie glauben mir ja nicht. Sag die Wahrheit und ich kann dir glauben. Ich weiß, wie sehr ich leide. Du betrauerst nicht deine Frau. Du schützt deine Eltern. Sampath vermutet, dass die Schwiegereltern Santi Devi auf dem Gewissen haben. Die 48-jährige Anführerin der pinkfarbenen Bürgerwehr hat genug gehört. Es ist Zeit für den Aufmarsch der Frauen bei der Polizei. Bei gefährlichen Aktionen treten sie immer gemeinsam auf. Zum Stock müssen sie nur noch selten greifen. Jeder in Uttar Pradesh weiß mittlerweile, dass die Gulabi-Frauen auch zuschlagen können. Sogar einen Polizisten hat Sampath schon verprügelt. Der Polizei ist die Gruppe ein Dorn im Auge. Aber es sind mittlerweile zu viele Frauen. Und sie nutzen den Überraschungseffekt, kommen immer unangemeldet. Machen Sie die Kamera aus. Bitte, rausgehen. Wir drehen mit versteckter Kamera weiter. Eine Frau, die so mit einem Mann redet. Für den Polizeichef kommt Sampaths Auftreten einer Demütigung gleich. Sie soll sich angeblich erhängt haben, sagt die Schwiegerfamilie. Aber sie hat eine Schnittwunde am Hals. Ich bin nur eine Analphabetin, aber Sie sind ein gebildeter Mann. Schauen Sie sich das doch mal an. Ja, stimmt. Sie ist verletzt. Am Anfang versucht sich der Polizeichef noch herauszuwinden. Aber die Beweise sind erdrückend. Und draußen warten die anderen Frauen. Es sieht wirklich nicht wie Selbstmord aus. Ich sehe die Schnittverletzung. Eigentlich betrachten wir so etwas dann nicht als Selbstmord. Noch vor 5 Jahren wurde Sampath aus genau diesem Polizeirevier gejagt. Heute wagt das keiner mehr. Ihr Aufmarsch war ein voller Erfolg. Noch am selben Tag wird der Polizeichef die Schwiegermutter und den Schwager der Erhängten verhaften. In dem kleinen Dorf, in dem es noch 10 weitere angebliche Selbstmorde gab.